Was ist das hier? Wettrennen gegen Schweine? Ja! Was könnte lustiger sein als Betrunkene, die mit Schweinen um die Wette rennen? Wir haben uns schon mit Schlimmerem die Zeit vertrieben. Willst du es versuchen, Ava? Es gibt einen kleinen Preis für den Gewinner. Oder bist du nicht schnell genug? Wo geht es los? Sehr gut, Ava. Hier beginnt ihr. Renn los, wenn das Schwein losläuft. Um die Spannung zu steigern, mache ich auch mit. Bereit? Aber ich hol dich schon noch ein. Versuch's. Noch ein Sieg für meine Saga. Anscheinend wurden deine Beine gesegnet. Egal, wer gewonnen hat, im Wettstreit an sich liegt der Spaß. In der Tat. Dieses Mal haben wir dem Frankenreich den Bauch aufgeschlitzt, was? Erfreuen wir uns daran. Die Gewinne wären eines Drachenhorts würdig. Und die Straßen funkeln vom blutigen Tau der Schlacht. Ja, doch fragt man sich, ob so ein Gemetzel nötig war. Heute keine Lektion der Weisheit mehr. Ich würde mich eh nicht erinnern. Ja, Toka. Heute trinken wir. Und morgen kotzen wir. Du bist nicht zu retten. So viel steht fest. Aber ich habe im Kampf ein schönes Schwert ergattert. Nimm es. Als Erinnerung an diesen Tag. Du beschämst mich. Ich werde es in Ehren halten. Ich war überrascht, dass du Charles den Jungen ausgehändigt hast. Es ist kein schönes Schicksal, der Prinz eines solchen Königs zu sein. Du hast recht, Toka. Aber ich tat das nicht für Bernard, sondern für uns und meinen Clan. Käse werfen? Das Spiel, das zum Himmel stinkt. Noch mehr als König Charles. Das macht dir Spaß? Ich würde den Käse lieber essen, doch wer bin ich, dass ich die Bräuche der Einheimischen in Frage stelle? Also, willst du Käse werfen? Wie gewinne ich dieses Spiel? Du musst mindestens 2 Stück Käse hinter das grüne Banner werfen. Eigentlich simpel. Du hast 3 Versuche, um das zu schaffen. Ein Versuch ist es wert. Sieht nicht schwer aus. Versuch nur, niemanden zu treffen. Ilja Reveira mit Grotje! Oh, du musst fester werfen. Sehr gut, Ava. Guter Wurf, Ava. Unterschätze niemals den Käse. Hab ich ihn unterschätzt? Du hast dir auf jeden Fall einen Preis verdient.
Hier, etwas Silber aus dem Parisser Truhen. Hattest du etwas anderes erwartet? Ich wusste, dass du eine Belagerung organisieren und Klingen schwingen kannst. Was den Käse angeht, war ich mir nicht so sicher. Es gibt vieles an mir, das du nicht weißt, Piers. Oh, raus damit. Was sollte ich noch wissen? Sorg dich nicht über etwas, das du nicht weißt. Stimmt. Wir haben viel zu feiern. Lass dich von mir nicht davon abhalten. Viel Spaß. Weil freist, Abder! Siegfried stand vorhin etwas neben sich. Vielleicht hat das Ale seine Stimmung inzwischen gelockert. Hold your hard, Ari! And the one! Eivor, Silberzunge. Ein beeindruckender Schatz, Siegfried. Was hast du bei Graf Odo gemacht, als Charles Heer gegen mich und meine Leute zog? Ich versuchte, ihn zur Aufgabe zu bewegen. Wieso? Ist es nicht seltsam, dass du Odo, Richardes und sogar Charles getroffen hast und alle drei noch einen Kopf auf ihrem Hals haben? Alles, was ich tat, tat ich für meinen Clan. Seltsam, dass unsere Klingen erst vor Schlachtschweiß triefen müssen, um solche Nächte zu erleben. Wir kämpfen, weil wir müssen. Geboren aus Blut, zum Tode verdammt. Unser Schicksal gesponnen von unsichtbarer Hand. Fränkisches Blut, Festmale. Ich spüre trotzdem nichts. Ich finde keinen Frieden darin. Du hast die Morde an deinen Leuten gerächt. Du hast in ihrem Namen Ruhm erlangt. War das mein Beweggrund? Ruhm und Rache? Ich frage mich immer mehr, warum wir überhaupt irgendetwas tun. Für Walhall? Für den Clan? Oder suchen wir nach Gründen, um von einem Umtrunk zum nächsten zu gelangen? Vielleicht gibt es keine Gründe und wir sind nur wie Wölfe getrieben von einem Hunger, den wir selbst nicht begreifen. Mag sein. Aber zum Wohle unserer Völker müssen wir weiterhin versuchen, anders zu handeln. Nein. Ich glaube nicht, dass da eine Halle auf uns wartet. Diese Welt ist unsere Halle. Es gibt nur diese eine. Das wird mir jetzt klar. Die Franken haben Ackerland im Überfluss, fette Bauern und noch fettere Taschen. Noch mehr Grund für uns zu trinken. Morgen ziehen wir wieder weiter gen Süden, um mehr zu erbeuten, als ein König uns je geben könnte. Wir gaben Charles unser Wort. Charles am Arsch! Wir haben Paris verschont. Aber morgen holen wir uns Bourgogne und danach das ganze Frankenland. Das kann ich nicht zulassen, Siegfried. Dann halt mich auf. Ich muss ihm hinterher. Hilf mir. Sei meine Augen. Also dann ein Holmgang, Wolfsmal?
Ich bitte dich nur, unsere Abmachung zu ehren. Was weiß der Krähenaushungerer Charles schon von Ehre? Ich bin ihm nichts schuldig. Doch mir schuldet er alles. Kein fränkisches Blut wird Sinric und die anderen zurückbringen. Manches Unrecht kann nicht wieder gut gemacht werden. All das Gerede von Recht und Unrecht, Ehre, als könnten wir das beurteilen. Können wir das Blut an unseren Händen erklären, Eivor? Oder sind wir zwei Hofnarren auf der fränkischen Bühne, die auf ihren letzten Auftritt warten? Zieh deine Waffe. Wenn du Frieden finden willst, ist das der falsche Weg. Wir müssen neue Bündnisse schließen, nach vorne blicken. Blick nach vorne, blick zurück. Nur Tod in beiden Richtungen. Wir sind nur ein Morgennebel, der sich unweigerlich lichten wird. Nimm meine Herausforderung an oder entehre dich selbst. Du hast dich selbst getötet, Siegfried. Wenn das so ist, begrüße ich die Stille, die nun kommt. Seit ich dich zum ersten Mal sah, wusste ich, dass es so enden wird. Ich kam nicht, um dich zu töten, doch ich werde es tun. Irrsinn! Nein, Schwätzer! Das ist, wer wir sind! Fast geschafft, Eivor! Das ist dein Werk! Du lässt mir keine Wahl! Ich heiße die Dunkelheit willkommen! Toka, ich... Ich weiß. Er wollte es. Mögest du Frieden finden in der großen Halle. Und wenn du mit Vater trinkst, erzähl ihm von dem Ruhm, den ich uns einbrachte.
Ich hielt ihn für einen Helden, der nie fallen würde. Er war respekteinflößend, aber stur. Wenn seine starke Stimme hier widerhallte, wussten wir, was zu tun war. Wir hatten Mut und Kraft. Und sein Feuer brennt in seinem Clan weiter. Skoll. Skoll. Gewürzwein ist nichts für mich. Manchmal muss ein Anführer wohl oder übel trinken, was da ist. Ich habe Nachricht von Graf Odo. Was will er denn? Ein Treffen mit Eivor, es sei dringend. Er sagt, die Königin sei vielleicht in Gefahr. Meine Späher bestätigen es. Charles macht wieder Jagd auf sie und den Jungen. Was hältst du davon? Odo würde nicht lügen. Wenn er sagt, dass es dringend ist, muss ich gehen. Ich bin es der Königin schuldig. Und die Ehre gebietet es. Dann geh. Das Schicksal ist mit dir, Wolfsmal.